Hallo zum neuen Division 2 Video. Und zwar ist jetzt Tag 5 von 5, das heißt, das ist der letzte Tag. Wir kriegen dann die Pistole und ja doch, mal Projekte gucken, was wir hier machen müssen. Und zwar Mondkuchen-Event haben wir. Hier übernehmen sie den Kontrollpunkt Roter Drache. Das tracken wir auch gleich. Das ist überhaupt kein Thema. Roter Drache ist hier. Und würde sagen, laufen einfach gemütlich darauf. Da ist diese Richtung. Nichts los in der Nacht. Was mir in letzter Zeit hier aufgefallen ist in dem Spiel, weil jetzt habe ich ja die letzten Tage wieder aktiv ein bisschen gespielt, tagsüber ist die Hölle teilweise los. Ich weiß nicht, was das liegt. Also kommt überall irgendwelche Aktivitäten her. Da, wenn du den Kontrollpunkt angreifen tust, da bist du meistens so verratzt, da hast du bloß den Kontrollpunkt, dann hast du die nächste Aktivität, die bekommt, und dann kommt dann gleich noch eine Aktivität, die wo dann reingrätscht. Wie hier jetzt zum Beispiel. Können die dazu? Ne, die können zum Kontrollpunkt, ne? Du willst doch nicht schmeißen, ne? Was haben wir jetzt getroffen? Ist verpasst oder sowas? Das sind eure Granaten gewesen, oder? Natürlich ein Heiler. Na, unterlass das. Ich sehe nichts mehr für lauter Gepumperinge. Hallo? Kommst du? Warte, was ich treffe, irgendwas treffe ich. So. Ist ja nochmal nicht so. Wir haben relativ wenig Muni. Mein Arschblatt, Jungfrau. Verstärkung unterwegs. Auf geht's. Sich nähernde Feinde erkannt.
Na komm, bleib da, ich will mit dir reden. Na, wir wissen. So, was war mit dir? Was hast du für Probleme? Ich hab kein Muni mehr. Ach, das war's ja schon. Wir sind hier durch. Wir sollten zurückgehen. Nö, nichts für mich. Habt ihr überhaupt was gemacht, Jungs? Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Nein. Danke. Ich weiß nicht, ob wir das ohne sie geschafft hätten. Schauen wir noch, was es hier so gibt. Sonst habe ich aber alles schon. Haben wir auch nichts. Agent. Dorfkopf. Schauen wir mal, was wir gekriegt haben. Wir haben jetzt die neue Knarre gekriegt und aha. Pistolenschaden, Kopfschussschaden drauf, ist klar. Die können wir gleich mal ausrüsten, weil dann kann er die mit hochleveln. Und Bergung ist drauf, eliminieren an das Ziel zu hören. Wie war es anders zu erwarten? Es ist verpackt. Dieses Talent sollte natürlich nicht drauf sein. Es sollte eins drauf sein mit plus 20% Waffenschaden und minus 18% Rate of Fire. Soweit ich weiß. Aber der einen guten Gesamtschaden, sag ich mal, da noch 20% noch drauf. Nicht schlecht. Also die normale. Die Orbit zum Beispiel, die hat wesentlich weniger. Kopfschussschaden ist eigentlich okay. Headhunter-Builds. Aber das Attribut ist natürlich nicht fest, ist klar. Okay. Ja, das war's hier eigentlich schon wieder. Und ich denke mal, dieses Mal wird es jetzt wirklich das letzte Video von der Season sein. Ich sammle hier ein bisschen das Zeug ein. Und dann würde ich wirklich sagen, dann sehen wir sich in der Season 2 wieder von Division mit Season 2.0. Vielleicht mache ich auch noch ein kleines Video. Muss ich mal gucken, was Season 2.0 angeht. Aber Season 2.0 wird hier nicht mehr über die Xbox hier laufen. Wie wir es jetzt hier haben, das ist mein letztes Spiel, was über die Xbox läuft. Das werde ich dann auch auf dem PC nur noch spielen. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.